Und damit herzlich willkommen zu einem neuen 360-Grad-Video. Ihr könnt euch einmal 360 Grad herumdrehen, wenn ihr wollt. Und ja, wir sind bei der Lokorama. Und letztes Mal waren wir ja hier mit dem Leo unterwegs, der Rode hier. Und habe euch auch da die Strecke gezeigt. Und in dem Video zeige ich euch mal, was es so braucht, damit man hier die Bahn überhaupt in Betrieb nehmen kann. Das wäre zum Beispiel auch hier hinten die Drehscheibe einzustellen, die Zwischenstücke reinzumachen. Aber unser Hauptstar ist der gelbe hier. Das ist unsere Benzinlokomotive. Ich zeige euch mal, wie man den hier rausbringt, in Betrieb nimmt. Und dann werden wir natürlich mit dem eine Tour fahren. Und je nachdem werde ich Stücke nachvertun, so wie hier, wenn der Ton nicht so gut war. Also, los geht's. Ja, wir sind jetzt hier bei der Drehscheibe und wie ihr vielleicht erkennen könnt, steht die jetzt natürlich komplett falsch. Ich werde jetzt die Drehscheibe mal entriegeln. Auf beiden Seiten hat so Sicherungszapfen, die müssen eingezogen werden, damit sie sich drehen kann. Ich mache das jetzt gerade hier bei dem Hintern und gehe dann zurück zu dem Vorderen. Ansonsten viel Spaß beim Versuchen, das Ding zu drehen. Jetzt ging das noch alles recht einfach. Ich habe nämlich nicht bedacht, dass das ganze Ding richtig gut aufgeheizt ist und sich ausdehnt. Denn mit dem Verriegeln werde ich später noch sehr viel Spaß haben. Das werden wir dann gleich noch sehen. Grundsätzlich, sie in Bewegung zu setzen, ist relativ einfach. Man braucht noch ein bisschen kurz Druck. So, der Zapfen ist weg. Und jetzt geht es dann auch schon los. Nur das Anhalten ist dann ein bisschen spaßig. Wenn man nämlich zu schnell mit der Drehscheibe um den Kreis dann geht, dann wird das Anhalten noch umso anstrengender. So, da sind wir jetzt auch beim Moment, wo ich sie versuche anzuhalten. Und ich habe nur ganz klein wenig überschossen. Ich habe sie noch ganz leicht anpassen müssen. Aber es ging ganz gut. Aber boy, wie gesagt, wenn ihr zu schnell ist, die zieht euch mit. Aufpassen, dass ihr da im Gleise. Jetzt kommt gleich der Moment, wo ich sehr viel Freude haben werde. Ich versuche zu verriegeln und merke, es klemmt und man wird es gleich nochmal. Und da habe ich mir die Hand eingeklemmt bei dem Hebel. Das hat richtig schön gezwirbelt. Und dann habe ich es noch ein paar Mal probiert mit dem Einrasten, aber das hat dann nicht wirklich funktioniert. Habe dann auch noch meinen Kollegen dazu geholt. Und er sagt, okay, der untere Stift, das ist einfach zu warm, hat sich ausgehend, der rastet nicht komplett ein. Aber der Stift ist weit genug in der Führung drin, dass sich das Teil nicht bewegt. Also haben wir es dann auch erstmal so gelassen. Weil normalerweise müsste der Hebel ganz nach vorne, wo er einrastet. So, liebe Leute, das ist natürlich der Vorführeffekt. Bevor es jemand sagt, der Hebel da, der müsste ganz nach vorne sein. Und dann wäre sie richtig verriegelt, aber aufgrund der Wärme und der Dehnung kriegen wir es nicht ganz verriegelt. Der Stift ist aber so weit drin, sie kann sich nicht mehr bewegen. Das gleiche gilt auch für die andere Seite. Wir können erstmal trotzdem fahren. Als nächstes holen wir uns die Loks und die Zwischenstücke, die wir da und da brauchen. Weil ihr sitzt da vielleicht hier unten. Da mit ein kleines Stück und das sind da drin. Und das wollen wir jetzt erstmal. So, da sind wir jetzt bei uns am Depot und da sehen wir auch schon den Leo hier in der Garage drin mit den Wagen hinten drin. Und den müssen wir als erstes mal hier rausbringen. Der hat hier vorne noch die Bremse dran, damit er hier nicht wegrollt. Und das ist das Depot von innen. Und die kleine gelbe Lok, die wird heute unser Hauptstar sein. Und die müssen wir heute noch vorbereiten. Aber bevor wir das machen, werden wir hier
erstmal den Hauptwagen hier aus, mit dem man normalerweise hier vorne, und ihr seht, ein Haufen Werkzeug hier, Maschinen und Schienen an sich, neben den Maschinen so. Und wir werden dann den hinteren Wagen hier nehmen und ja, machen sie erstmal bereit. Ich denke mal, was wir jetzt erstmal brauchen, ist dann hier Stopp, Gartenbahn in Betrieb, das brauchen wir mal. Und die Schienenstücke sind da schon hinten drauf. Also würde ich sagen, wenn ich, tue ich sie mal die Lok abklemmen und dann geht's weiter. Oder klar, ich mache die Lok hier ab. Nachdem unser Zug da jetzt aus dem Weg ist, können wir jetzt mal den auf das Gleis bringen, und das machen wir wie folgt, indem wir diese Schienen hier runterrollen. Wir haben hier zwei Sicherungspins, die tun wir jetzt hier mal raus. Und dann können wir das hier frei bewegen, indem man hier die Sicherung aufmacht, und dann geht es schon runter. Rausgebracht, und wie ihr seht, ist ein Benzinmotor, 5,5 PS Honda Motor, und wir haben hier das Gerät hier unten mit 10,5 Steuerrad, rückwärts ist wieder gut, da drin der Gas, die Zündung, und theoretisch hätten wir hier auch einen elektrischen Anlasser. Ich mache das aber von Hand, schock jetzt an, und dann schauen wir mal, ob gut die anspringen. Das haben wir jetzt mal. Achtung, wird laut.
haben jetzt immer noch das Stück, was hier fehlt, und wir haben ja noch das Sperrsignal, dass wir hier nicht rüberfahren. Und hier habe ich eine Gleichstrecke. Und die setzen wir jetzt da mal ein, dass wir mit der Lok hier drüber fahren können. Schauen wir, ob wir hier das Richtige erwischt haben. Dass hier schön sauber drin sitzt. So, da hält man das mal drin. So, liebe Freunde, die Gartenmannen sind draußen. Zur rechten Seite der Leo, zur linken Seite unsere Benzinlok. Und ich glaube, das ist echt selten, dass die beiden mal hier so draußen stehen. Und ich würde sagen, mit unserer kleinen gelben machen wir erstmal eine kleine Ausfahrt. Und da gibt es noch ein paar schöne Vorbeifahrten, inklusive auch mit dem schönen Getriebe, mit dem Fahrwerk. Das ist das sieht echt schön aus und fahrt sich wirklich ganz toll. Und ich setze euch jetzt erstmal auf die Lok drauf. Und dann fahren wir nach hinten drüber und schauen, wie das so ist. Weiter geht's.
eingepackt. Schauen, dass wir es wieder rüberkriegen. So, das ist die Challenge, die wir da hinkriegen. Das Problem ist, es ist ein bisschen warm. Sollte ich vielleicht nicht anfassen. Wir werden jetzt mal hier wieder entwirren. So gut es geht. Wie gesagt, zu zweit werden wir es wesentlich einfacher. So. Holen wir mal die andere Lok und packen die auch mal rein. So, liebe Leute, das soll es mal gewesen sein. Ich habe es mal ein bisschen an Insight gekriegt zu der Gartenbahn und vor allem zu unserer Benzinlok. Hat euch gefallen? Und wenn ja, lasst auch einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Bis demnächst hier auf dem Kanal. Gute Reise.